Rommel kommt. Ich hab so. Herzlich willkommen zu der nächsten Portal-Folge. Ich glaube, das ist die 14. Folge, wenn nicht, egal. Der Tim ist dabei und wir fangen gleich an. Yep. Wie immer, also wie seit neuem, überspringen wir den Ladescreens. Die meisten zumindest, weil es so lange war. Noch nicht schon wieder. Achso, ja, wir haben ja die Standard. Zu diesem Standard ist, habe ich eine Überraschung für. Wir haben jetzt die Standard. Hör auf rumzuladen. Dank euch weiß ich, wo sie sind. Ich habe schon alle Sicherheitsmerkmale deaktiviert und so den, Notausgang aktiviert. Alles, was ihr zu tun habt, ist, die Menschen zu befreien. Sie danken ja euch sicher mit einer Party. Party! Da oben ist es. Und, was soll ich ja genau? Sync. Warte. Sync. Warte, nein, so Sync. Du machst mal gar nichts. So, jetzt kann ich sync. Gut. Ah ja, ich glaube, da oben muss man hin. Muss man hin? Portal? Oh, nein, da muss man nicht hin. Kann man hier versagen? Es ist nicht mal ein Test. Indem man nicht versteht, wie man es machen soll. Halt auf die Fresse. Lernen uns. Ja, so geht's. Hä? Okay, jetzt ins Portal. Ja. Rommel kommt. Hab ich noch das. Was ist das denn hier? Level 1, Abschnitt 2. Was ist das denn hier? Ich würde sagen, ich stelle das drauf, dass sie auch zu dir von oben oder so. Hä? Man fällt einfach. Und dann kommt ein Ladescreen. Ja, man fällt und dann kommt ein Ladescreen. Die letzte Strecke ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles rein wissenschaftlich betrachtet völlig sinnlos. Und sie hat der Ton sogar verändert. Geh du mal drauf. Hey, die Plattformen sehen komisch aus. Sehen die bei dir auch so komisch aus? Wieso? So komisch neu. Ja. Die Textur habe ich noch nie gesehen, oder? Nee, ich auch nicht. Hier unten so ein komisches Ding. Cool. Gehst du mal da hoch? Ja. Kann ich was drücken? Ah, guck mal. Da kommt Springzeug. Ah, ich kann drauf springen. Warte mal. Jetzt gehen wir runter vom Knopf. Mach das hier. Wie kann man nochmal. Ah, da! Jetzt geh nochmal auf den Knopf drauf. So. Okay. Gehen wir runter. Okay, jetzt musst du noch du hier hoch. Ja, danke. Ja, da rein. Fertig? Sehr schwer. Glückwunsch, ihr habt den Test bestanden. Ihr seid wirklich das beste Team, das ich mir nur wünschen kann. Ja. Was ist das jetzt, die Aufzüge anders sind? Ey, ach. Du hast gewonnen. Wieso kommen wir hier nicht aneinander vorbei? Komplett behindert. Das ist halt nicht Minecraft, wo du einfach durcheinander durch dich selber durchlaufen kannst. Bestimmt. Das liegt sich auseinander. Obwohl, das kann man, glaube ich, in der 1.9 nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Ich habe 1.9 noch nie gespielt. Wundert ihr euch? Sieht so aus, als hätten die letzten. Wir als Minecraft-YouTuber. Andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, indem sie sie nicht mehr zu meinem Test ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen, weil sie Freunde wie Feinde behandeln.
Okay, wo machst du dieses Zeug? Das Zeug hier hin? Ah, ich kann hier hochspringen. Okay, ich bin hier hinten. Du auch nicht. Weil du so dumm dafür bist. Ja, anscheinend. Okay, wenn man das hier drückt, dann geht da was hin. Wenn das hier nicht mehr drückt, gut. Einfach. Da haben wir dieses komische Dingteil. Da kann man das hin tun. Bringt das irgendwas? Hier brauchen wir ja wahrscheinlich einen Cube, oder? Quer kann man das zufällig nicht machen, oder? Quer? Nee, ich glaube nicht. Da hinten kann man nur ins Nichts schießen. Hä? Was, hä? Ah, guck mal, da unten ist Zeug. Ja, aber was bringt eigentlich? Was ist denn hier innen? Wir haben doch dieses Gel, aber nur dafür, oder? Nein, klar, das Gel muss da unten drauf. Wie kriegt man das da unten drauf? Wir müssen irgendwie diese Grille hier ausmachen. Nein, müssen wir gar nicht. Warte, wir müssen hier da so Gel hinmachen. Nein, wir müssen hier Gel hinmachen und dann eigentlich so hier drauf Gel. Hier drauf ist irgendwie Gel. Vielleicht darüber, aber wie kriegt man da Gel hin? Weil das da geht ja nur. So, hier gehen. Geil. Das war keine Absicht. Jetzt verschwendet ihr meine Zeit. Ja, wir verstehen diesen Test nicht so ganz. Wow, ist das schwer. Was passiert denn eigentlich, wenn du drauf steigst? Da kommt nur das da oben hin, wahrscheinlich, dass man da hinspringen kann. Einer muss dann da draufstehen, aber wie kommt man da überhaupt näher hin? Also, guck mal, ich kann ja da drauf jumpen, auf die Plattform, hier. Dann kann ich mich hier ins Nichts drücken. Nein. Kann man das irgendwie umdrehen? Okay, tschüss. Wir sind so nah dran. Und was macht ihr? Versuchen diesen Test zu lösen. Also, wirklich. Haha. Ah, guck mal, ich kann... Das, ich... Ja, warte mal. Wenn ich von hier schon da reinschießen. Hey, das muss... Wir müssen hier unten... Hier hin. Lebst du noch? Ja. Hier hin müssen wir das blaue Zeug bekommen. Ja, warte mal. Ich glaube, ich krieg's sogar hin. Wenn ich hier runter jump, dann kann ich vielleicht da rein ein Portal setzen. Aber nur vielleicht. Und soll ich sterben? Macht es euch nicht schwerer als nötig. Ach toll. Ich weiß halt nicht, wie ich dir helfen kann. Also ich versuche jetzt mal hier runter zu jumpen und da rein. Gut. Wo bin ich jetzt darauf? Kann ich darauf? Komm mal irgendwie darauf. Gehen. Jetzt sagt's. Ja, können wir. Wenn du da reinkommst. Nee, können wir nicht. Aber warte mal, ich kann da drauf ja schießen. Ja, und dann kannst du es transportieren mit dem Zeug. Tu mal das Zeug da unten hin. Jetzt mach mal. Da. Jetzt muss man nur noch da reinkommen, ne?
5. Wie kann man da überhaupt drüber jumpen? Aber warte mal, du kannst jetzt auch noch hier hin das Zeug. Ja, hier, mach es mal dahin. Wie? Wie denn? So. Ja, so. Ja, oh, scheiße. Also da und da und hier und hier. Ach so. Jetzt einfach nur dahin dein Orangetes. Ja, dann dahin dein Orangetes. Dein rotes, ja, okay. Ja, was fällt hier runter? Hey, da muss man auf dein Portal bleiben. Achso. Oh, mein Portal ist jetzt weg. Das erste Test, der erste Test war einfach zu einfach. Und der hier jetzt. Ja, genau. So meinte ich das. Jetzt bleib du mal da drauf stehen. Nein. Drück drauf auf den Knopf, schnell! Okay, wie komme ich da rüber? Hier gibt's ein Portal. Wo? Da. Ah ja, da musst du mich darüber halten. Ah, du musstest hier dein rotes noch haben. Kannst du hier noch dein rotes hinsetzen? Okay. Ja, doch. Ah, ja. Hey, lol, das ging ja sogar. Oh. Jumpskills schon mal versagt hier. Ja, auf jeden hier. Fall. Jumpskills over 9000. Wie schafft man das überhaupt? Muss man hier so vorjumpen und sich dann hier so vorbewegen? Ah ja, okay. Jetzt haben wir es doch mal noch verstanden. Ja. Das war so, hä? Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert. Der beliebteste Wunsch, weniger tödliche Tests. Lächerlich. Wie können Sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn Sie das noch schreiben können? Was sagt zu eurer Unterstützung oder? Habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Was sagt meine Uhr? Wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Nichts ist tödlich, cool. Oh, Ben. Ich krieg einfach beide unter. Euer Versagen macht daraus keine Wissenschaft. Die Uhr sagt, glaube ich, 10 Minuten gerade. Aufnahme bis jetzt. Ja, vielleicht. Mag, na, warte mal, ich muss mal kurz nachschauen, warte. Hä? Wo ist der oben in der Exit? Vielleicht bestimmt. Da ist Exit. Da ist ein Knopf. Tu mal da dein Portal hin. Wo? Hä? Da das rote mal. Danke. Oh, so einfach. Das war's schon? Ja. Nee. Als ob. Nee, das war ein Zwischenlevel. Ja, okay. Ich dachte schon, ich falle jetzt in diesem Mini. Abstand hier runter kann man aber gar nicht. Hey, warum sperrst du mich ab? Ein Dingens. So schwer ist das nicht. Sie können sich nicht allein befreien.
Da ist ein Knopf. Was macht der? Bleib du mal hier, ich geh mal durch. Okay. Stell dich bitte darauf. Da musstest du wieder machen, okay? Mhm. Ich stand ja auch drauf. Funktioniert jetzt überhaupt? Mhm. Jetzt kann ich durchgehen, ne? Ja. Mhm. Da bin ich. Warum habe ich so eine Liebesfahne eigentlich hinten dran? Kann ich bei dir drüben jetzt ein Portal setzen? Brauchst du dieses Portal? Hm. Kommst du da dann auch durch? Nein. Du bist jetzt beim Exit, ne? Ich könnte hin, ja. Nein, könnte ich nicht. Jetzt könnte ich. Wow! Ja, wie komm ich jetzt darüber? Robin, ernsthaft! Ist echt nicht so dumm? Hab's echt nicht geschafft. Ja, das ist die Frage, wie du dann dahin kommst. Aber eigentlich brauche ich mein Ding nicht mehr, wenn ich da unten drauf springe. Aber ich kann es halt bei dir drüben nicht mehr setzen. Ja, mach's jetzt mal. Okay, ich kann natürlich wieder hier rüberlaufen. Ja, jetzt mach dann hier mal die Portale. Ja, aber ich kann da das links nicht hinmachen, oder? Ja, gehst du mal nochmal runter? Bin ich auf irgendwas dort. Also. Klappt das? Das klappt ja. Ja, geh. Okay. Sterbe ich jetzt nicht. Nein. Doch? Nein. Weiß ich nicht. Nein, nein, tust du nicht. Jetzt muss ich nur das Richtige umsetzen. Da das Gelbe. Warte mal, wo kommt das her? Das Gelbe hier hin. Nee, das Gelbe hier. Nee, das Rote. Nein, das Gelbe. Gelbe, Gelbe. Ja, das hätten beide funktioniert. Ja, aber wie komme ich jetzt da hoch? Ach so. Ohne gedrückten Knopf. Ach du Scheiße. Ah! Könnte es irgendwie abkommen. Du gehst jetzt einfach mal da runter. Geh einfach mal da runter. Jetzt setzt du mal. Wie machst du denn das jetzt? Du kannst aufs Rote nochmal zurück. Geh mal nochmal. Du musst selber den Knopf drücken, Tim. Möps. So in etwa. Du musst selber den Knopf drücken. Ah ja, klar. Jetzt setze ich das Gelbe. Ja genau, ja, okay. Nein, kann ich ja nicht. Ja, du, jetzt kannst du deine Portale noch platzieren, wie du willst. Aber doch nicht, da mache ich doch das Ding wieder kaputt. Welches Ding? Das, und dann fällt es wieder nicht da drauf. Hm. Wofür ist das Teil eigentlich? Vielleicht ist es das ja Teil der, dafür, um rüberzukommen. Ah ja, ich hab's doch verstanden. Ich hab's doch verstanden. Lass mich rüber. Achso, ich. Oh, ja. Ah ja, klar, dann musst du rüber. Ja, okay, ich verstehe. Da muss das Blaue hin, ne? Was? Da muss das Blaue hin. Ich mach jetzt da einfach mal meins hin. Ey, warte. Du kannst ja, einfach klar. Drüben. Du machst jetzt die beiden. Du kannst einfach drüben bleiben. Ey! Du machst jetzt mal da die beiden Portale hin. Ja, und jetzt musst du einfach drauf drücken. Ja. Jetzt kacke ich ja, okay. Hier Soße hin. Mal wieder dumm. Von mir. Okay, cool. Ich habe zwar keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken, doch die Remontageeinheit kann euch beiden helfen. Auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen.
Auf der letzten Strecke sind wir schon so weit jetzt. Wir sind fast am Ende, ja. Oh nein. So traurig. Da eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Okay, Robin ist schon voll in seinem Element, was sein Element ist. Ich irgendwie auch. Da muss ich hin, warte. Au. Da muss ich hin! Ja, schau jetzt, da funktioniert's. Du musst einfach da dahin und dahin sitzen. Wohin? Hier und hier. Ja, wie ich jetzt dann setze. Aha. Du musst ja, dann muss ich dich logischerweise hochleiten. Springen wir nochmal runter. Gehen Sie bitte da hoch. Ja, wenn der Schlaumeier Robin da mal bis ganz oben Zeug getan hätte, hätte es auch funktioniert. Nee, ich glaube, ich bin da weiter oben. Nee, überhaupt nicht. Ja, hochlassen. Okay, hier oben ist das Exit. Ja, jetzt musst du nur noch. Du kannst doch jetzt hier unten ein Portal hier und hier entschließen. Oh. Du bist doch schlau. Hä? Wo ist das Rote? Ach so. Das war einfach die schlauste Schlaufe. Wow, das war komisch. Ja, ich fühl's dich total komisch, weil du nicht blickst, was was ist. Ist ja wieder inzwischen der Höhe. Oh ja. Okay, das ist jetzt hier auch das letzte Level für diese Folge auf jeden Fall. Ja. Wo ich glaube, wir müssen bloß fast die Folge. Wir haben wahrscheinlich die Folge so gesplittet, weil wir haben ja auch noch ein bisschen was von der letzten Folge. Muss ich schauen. Also, das war's jetzt mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht's mit dem Test, diesem Testweiser. Bis dann, ciao und danke fürs Zuschauen.